Hi, liebe, willkommen zu einer neuen Demo. Wir spielen heute gemeinsam das Spiel Unfollow. Das Spiel kommt irgendwann im Laufe des Jahres raus. Es ist ein Horror-Game, deswegen müssen wir es uns eigentlich praktisch angucken. Steam sagt sogar, es ist ein Surreal Hyper-Realistic First-Person-Horror-Game that will push you to the edge of your seat. Also Leute, schnallt euch an. Wir spielen irgendwie eine junge Dame namens N, ein Mobbing-Opfer. Trapped in a nightmarish world where you must escape from terrifying monsters while uncovering the mystery of irgendwas. Ja, die Bilder und die Trailer, die ich gesehen habe, die sehen einfach nur verstört aus. Ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel verraten. Let's go, Leute. Alright. What happened? Where am I? Warum hatte ich gerade ganz kurz so ein bisschen Visage-Vibes? Okay, ich wollte mich erstmal bis. It's too dark. I can't see anything. I need a light. Hier ist doch genug Licht. Kannst du was davon nehmen? Nee. Können wir es einfach anlassen? Einfach aus Prinzip. Oh, das ist schön. Immer wenn ich irgendwo hingehe, wird es so ein bisschen erleuchtet. Okay, ich möchte es doch ausmachen. Okay, wir brauchen Licht. Hier ist zwar sehr viel Licht, aber ich kann es irgendwie nicht nehmen. Glaube ich. Ich glaube, es liegt an der Tür, dass ich dachte, das sieht aus wie. Oh! Hier fehlt was. Katzi. Was war das? Okay, da ist irgendwas dahinter. Die kann ich nicht aufmachen. Kann ich einfach gehen? Nö. Hier oben kann man hoch. Aha. Licht. Licht. Ach so Scheiße. Ich kann die Sachen auf jeden Fall nicht nehmen. Die Tür ist zu. Was mit der hier? Das. Hier will ich eigentlich nicht rein, oder? Will ich hier rein? Nee, ich habe irgendwie Schiss. Ich möchte hier nicht rein. Ich denke, ich brauche eine Taschenlampe, die aber irgendwie nicht vorhanden ist. Vielleicht ist sie auch irgendwo unten, ich weiß es nicht. Hier ist zu. Okay. Vielleicht habe ich auch nicht. Sigmund Freud, ja, Prost Mahlzeit. Hier sind so viele. Kann ich da hoch? Ja. Oh, yes. A flashlight. But it doesn't work. Shit. No batteries. Maybe they're around here somewhere. Klar. Das ist auch irgendwie gefühlt der gleiche Türsound findet zum Türaufmachen bei Horrorspielen. Finde ich. Kann ich nicht einfach das Licht nehmen? Okay, müssen irgendwo Batterien liegen. Die Frage ist wo. Oh shit, die kann ich alle aufmachen. Okay, kann ich bitte ausmachen? Please? Oh. Okay, wo könnten Batterien liegen? Hä? Ich habe die Tür nicht aufgemacht. Die war gerade noch verschlossen. Wir haben es alle gesehen. Okay. Old Camera. Schade. Okay. Ich habe auf jeden Fall eine Taschenlampe jetzt. So, das heißt. Ich habe auch. Also mit Hyperrealistik. Comics of Anne. Six. Haben sie nicht übertrieben? Ich finde, das sieht echt krass aus.
Okay, da waren Türen, die zu dunkel waren. Ich glaube aber tatsächlich auch noch oben, oder? War hier nicht noch was, wo ich gesagt habe, nope, da will ich nicht rein? Die war zu. Die war zu. Ich glaube, das war die... Irgendeine Tür habe ich doch gerade noch gehabt. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht welche. Das war, glaube ich, die Tür. Nevermind. So, hier war nichts. Hier war das Wohnzimmer. Hier war sonst nichts anderes mehr. Und hier war besagte dunkle Ort. Und lasst mich raten. Hä? Okay, blockiert von der anderen Seite. Natürlich geht's in den Keller. Mann. Okay, ich lasse sie einfach mal an. Wer weiß, ob ich plötzlich die Sicherung rausknallt. Okay. Hier ist es jetzt zu. Kann ich hier was drücken? Nope. Ich habe keine Füße. Die Tür ist zugegangen. Die habe ich nicht zugemacht. Und andere Tür ist aufgegangen. Klar! Gehen wir zum dunklen, düsteren, gruseligen Badvorhang. Kann ich spülen? Ich habe auch kein Spiegelbild, aber meine da. Hier ist ein Schlüssel. I have to get it, but I need something thin to reach it. Hä? Was? I tried, Anne. Really, I tried to be your friend. But friendship doesn't work that way. Okay. Irgendwas ist passiert auf jeden Fall. Hab ich auf den Ding geschlagen? Keine Ahnung. Was bist du? Painkiller. Okay. Ja, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Irgendwas hat sich verändert auf jeden Fall. Die Tür ist nicht mehr so gruselig. Die ist so. Die auch, oder? Ja, und die gruselige Kellertür natürlich wieder. Die. Anne, I know you said you wanted to be alone, but I'm worried about you. Please call me when you hear this message, okay? Mhm. Spew venom about another person and then never be there when I need you. This has been going on for almost a year now, Anne. I'm sorry, I mean it. You've been my best friend since first grade, but this is not you. I feel like I'm seeing a different person. Ja, lasst uns noch tiefer in den Gruselkeller. Hä, es ist exakt derselbe. Selbe Abschnitt gewesen. What the freaking hell? Man muss halt aber trotzdem mal sagen, ja, für so Indie-Games, wie krass die Grafik trotz allem aussieht mittlerweile, gell? Muss ich jetzt einfach mal ganz kurz so in den Raum werfen. Also, ne? Ich guck mal so ein bisschen rum hier. Vielleicht finde ich was mir weiterhilft. Zum Beispiel das hier. I could try to get the key in the sink with this one. What was that shadow? Ich weiß es nicht. Kann ich rennen? Oh mein Gott, ich kann rennen. Bitte jag mich hier nichts. Oh Gott! Was bist du? Hast du das gesehen? Hä? Wo? Was zur Hölle?
Kann ich auch da? Ich möchte einfach gehen. Oh Gott, ich möchte einfach gehen. Bitte lass mich einfach gehen. Ich nehme alles wieder zurück. Ich mag dieses Spiel doch nicht. Ich renne. Ah! Okay, es ist irgendein schwebender Dementor da gerade rumgewuselt. Oh shit, das Bad ist weg. Toll. Das ist nicht das Badezimmer. Ich wollte eigentlich zum Badezimmer. Bist du das Badezimmer? Ich kann hier wieder nicht rein. What the fuck? Okay. Yep. Alles klar. Ich weiß. Habe ich zu viel versprochen? Mit verwirrendem. Oh, ich löse mich auf. Nein! Ich löse mich auf. Okay, ich habe den Schlüssel. Den Schlüssel für. Tja, welche von den 1000 Türen jetzt? Die ist es nicht. Die war ja versperrt. Welche Tür war zu? Können wir einfach gehen? Ist es die Haustür? Es muss eine Tür oben sein. Aber welche? Die da? Nee, die war. War das die? Nee, das war die Tür. Oh, hier liegt was. Was ist das? Hab ich gar nicht gesehen. Diary Page 1. I have lost 10 pounds. I finally reached my goal. My goal weight. I can't believe I made it through the summer vacation. It was really hard. I was even dreaming about sweets at night, but no one will be able to call me fat or a ball of was? Lard? Lord? Huh? Again. Starting tomorrow, everyone will have to compliment on how thin I am. I will be fabulous return to school. Even mom and dad were surprised. They didn't believe I could do it. They never believed in me, but I do now. Okay, es ist auf jeden Fall Tagebucheintrag. Wir haben 10 Pounds, 10 Pfund abgenommen. Wie viel sind das? 5 Kilo? Ich glaube, oh. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir gemobbt worden sind und warum auf unserer Hand stand Pick und auf der anderen stand Wal, glaube ich. Whale. Wahrscheinlich wurden wir für unser. Habe ich eigentlich ein Inventar? Nö. Wahrscheinlich wurden wir für unser Gewicht gemobbt. Jetzt haben wir es aber geschafft und jetzt erwarten wir, dass alle unsere. Dass uns alle schön Komplimente. Hä, Leute, ich habe den Schlüssel gefunden, aber ich habe keine Tür zu öffnen. Beim Keller eine Tür? Bin ich an einer vorbeigerannt? Nee, die hier nicht. Die Ausgangstür? Nö, die ruckelt irgendwie nur, wenn man hingeht. Es ist auf jeden Fall irgendwie nicht... Ich hoffe, das ist nicht unser Haus. Okay, wartet mal, jetzt schauen wir mal. So, hier die Tür ging nicht, richtig? Richtig. Doch unten eine Tür, die ich einfach nicht gesehen habe. Oder die schließt jetzt nochmal eine Tür auf.
Okay, ich hab Alternate Use gemacht. Jetzt hat's funktioniert. Alles klar. Ich möchte eigentlich nicht... Hier ist Voldemort unten gewesen. Jetzt geht gleich eh das Licht aus. So. Hier ist ein Comic. Comics of Anne. Wir sind auf jeden Fall gute Zeichner. They always were screws in it. Wir zeichnen so ganz nette Dinger. Und vorhin war es irgendwas mit Marben. Vielleicht zeichnen wir unser Leben, wie wir es gerne hätten. Was steht da? Achso, nichts Wichtiges. So. Gruselige rote Tür. Kann ich hier was drücken? Nee, ich möchte den Strom auch gerne anlassen. Das wäre super. What? Was zum Teufel? Wo bin ich gelandet? Oh, ich habe irgendwie... War das nicht das Bild, was wir gerade von der Katze unten hatten? I? Da war doch dieses Katzenbild. Okay. Und da irgendwie sah das aus, als wäre es ein Stück von der Katze. Also nicht ein Stück von der Katze, aber... Elsas Tarot. Okay. Was? I think I can move it, but it's blocked by some mechanism. Aha. Gut, dass da auch Ding kommt. Zum Verschließen. Aufschließen. Zum Block. Kann ich hier was machen? Nö. Okay, ist es wie blockt? Kann ich hier irgendwas tun? Nein. Von der anderen Seite irgendwie irgendwas? Zum Beispiel. Muss ich wieder runter? Nee, es kann doch nicht sein. Warte mal, ich schau nochmal. Oder vielleicht von unten irgendwas. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Okay, let's go. Lasst uns mal gucken. Vielleicht muss ich doch wieder runter. Hier ist auch nichts. Hallo? Ich möchte nach unten. Ja, okay. Ja, danke. Gut. War das Licht hier trotzdem aus? Ja. Ich war ja noch irgendwas im Keller, was ich aufnehme. Oh Gott, wo war ich jetzt und wo war ich nicht? Hier war ich. Hier war das Comic-Gedöns. Hier war, glaube ich, der Eingang. Kann das sein? Ja, nein, doch. Das ist der einzige Weg hier lang gewesen, richtig? Richtig. Oder muss ich es von oben irgendwie dingseln? Oh! Nee, das ist normal. Ich dachte vielleicht, ich bin ja erst nach unten und dann bin ich zwei Stücke nach oben. Die Frage ist... ich glaube, ich muss wieder nach unten. Warte mal. Oder ist da oben was gewesen, was hätte blockieren können? Das meinte ich. Das sah aus, als hätte ich da ein Stück von der Katze gehabt. Hier ist auch nichts, richtig? Okay, ich kann tatsächlich klopfen mit Rechtsklick. Oder? Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob hier... Jetzt kommt's zurück. Bam, 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 bam! Nee, ich muss wieder nach unten. Ich dachte nur, vielleicht wäre es sinnvoll. Aber hier kann ich nichts machen, oder?
Was ist das hier? Ist hier ein Sinn dahinter? Ist das das hier? Das ist die Tür! Moment! Ja, und jetzt? Ja, nee, klopfen dagegen will ich nicht. Wie? Ja. Hä? Wartet mal. Da! Guck! Wie kriege ich die jetzt weg? Ich sag doch, es muss da sein. Die kann ich nicht wegmachen. Ja, was machen wir jetzt? Ich kann auf jeden Fall dagegen klopfen, das ist toll. Die ist blockiert mit einem Mechanismus. Kann ich es nicht einfach ziehen? Okay, irgendwas übersehen wir. Hier ist auch nichts, richtig? Was uns irgendwie helfen könnte. Hier war wieder das Comic. Hier war das Schlafzimmer. Hier ist auch nichts. Oh doch, was war das da? Nee. Card of Pascal. I have no idea what kind of animal, but it looks like a seagull. But it has teeth, like a small dinosaur. Das sieht aus wie ein Dodo. OCD. Okay, ich kann auf jeden Fall, ich kann hier einiges angucken. Warte mal, mache ich einen Mechanismus? Warte mal. Hä? Kann ich es nicht? Off, on? Ja? Hallo? Rechtsklick? E, F, irgendwas? Nee, F nicht, aber... das wäre toll gewesen. Kann ich den PC ja machen? Irgendwas steuern? Das dachte ich vielleicht, weil es ist auf Off. Vielleicht kann... Startet... Weiß ich ja nicht. Vielleicht tut es irgendwas steuern, zum Beispiel. Wenn er sagt, es ist irgendein sort of mechanism. Aber es ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall die Tür, die blockiert wird von... der einen Seite da, damit wir da nicht... Warum auch immer, was bringt es uns jetzt, dass wir da... Und hier oben ist auch nichts, oder? Vielleicht muss ich ja doch... Hier sind sehr viele Bilder, aber nichts, was mir weiterhilft. Hier muss ich doch ein bisschen besser gucken. Vielleicht müssen wir auch das... Bild vervollständigen und... hallo? Okay. Damit das irgendwie getriggert wird? Keine Ahnung. Hier ist das Radio, das bringt uns nichts. Hier sind auch... Ich kann die alle aufmachen, aber es ist im Prinzip ist nichts drin. Das ist auch geil. Oder auf Anne in Elementary... Oh, die Katze sieht gruselig aus. Das sieht aus, als wäre so ein Midjourney-Projekt schiefgegangen. Okay. Okay. Hier ist gruselig. Hier möchte ich nicht sein. Tja, Freunde. Was machen wir jetzt? Hier ist auch nichts, was uns irgendwie... Ich kann zwar... Fernsehschauen und VHS, aber... Ich wollte nur mal gucken, ob hier Sachen sind. Lara sieht hier aus wie sonst was. Aber warum könnte... Oh, hier ist noch was. Comics of N. Oh. Okay. Da sind doch Sachen hier drin. Versteckte Süßigkeiten zum Beispiel. Und Bücher. Aber nichts, was uns hilft. Okay. Es ist super still, das macht mich irgendwie nervös. Hier war auch nichts mehr sonst, gell? Da war der Schlüssel, da das. Achso, boah, Jesus, ich dachte gerade, dieses, seht ihr das da? Oh, dachte, da hätte sich was bewegt jetzt. Okay. Geh nochmal runter. Hier kann man es nicht aufmachen. Hier ist irgend, also hier können wir später hin. Aber noch nicht. Mal nach unten. Vielleicht muss es doch irgendwas getriggert werden. We will find out. Hier ist... Oh.
Ich kann... Und ich glaube, ich sollte da nicht drauf gehen. Ich mache so das Spiel wieder kaputt. Was bist du? Du bist Kabel. Du. Nix. Na dann, jetzt. Nix. Nut. Niente. Propan. Hier ist das Comic. Hier sind Kisten. Okay. Das ist eine gruselige Tür. So, und hier ist auch nämlich nichts. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir auf Etage Nummer 1. Aber hier kann man auch nichts drücken. Also hier passiert nichts. Hier ist so ein Zwischenraum, aber das bringt uns nicht so viel. Und wenn wir dann weiter hochgehen... Kann ich das irgendwie nehmen oder so? Irgendwie zum Kurbeln, Anheben? Irgendwas? Ich kann hier gar nichts drücken. Tarotkarten... Quack. Hä? Ist bestimmt wieder super simpel. Ist so eine Sache. Aber hier sagt er mir... Ich kann aber auch dagegen klopfen. Ach, jetzt uff! Oh, ich dachte gerade, ich würde was grummeln gehört. Okay, also für Fakt ist, das geht nicht hier auf. Von der anderen Seite aber auch nicht. So, jetzt müssen wir mal weitersuchen. Oh, shit. Ja? Nein, ich möchte... Hallo? Ich möchte von der Leiter runter. Das ist sehr freundlich, ja. Vielen Dank. Hallo? Okay, ich will einfach... Ich dachte irgendwie, das ist der... Aber hier ist auch nichts mit Strom oder so, gell? Hier ist eine Hand auf jeden Fall drauf. Vielleicht... Oh. Nee. Ich höre aber irgendwas grummeln. Und hier habe ich vorhin auch getouched. Das hat nichts gemacht. Nee. Hier vielleicht? Strom an für... Mechanism... Geht es denn weiter? Nirgendwo. Okay. Ding ist auch, dass man nicht so richtig sehen kann, was man alles antatschen kann. Außer es leuchtet ein bisschen. Aber hier leuchtet halt nada. Oh, jetzt gehen wir nochmal hoch. Das ist, glaube ich, auch so Nonsens hier. Das können wir nicht wegschieben. Oder kann man das irgendwie wegschieben? Nee. Also ich denke, wir müssen hier irgendwas finden. Aber was? Tür. Kann ich in die Tür hämmern? Oh, es ruckelt ein bisschen. Sind alle zu. Passiert nichts. Oh. Oh mein Gott! Ich hätte einfach Rechtsklick machen müssen. Ich bin so hohl. Ist sowas aufgemacht? Ist hier? Irgendeine Tür ging auf. Ich hab's gehört. Irgendeine Tür? Welche Tür? Die Tür? Nee. Oh mein Gott! Oh, doch, die Tür. Ich möchte hier doch eigentlich nicht sein. Ich war irgendwie ein bisschen froh drüber, dass es nicht gekauft wird. Man muss rechts... Rechtsklick machen. Stages of grief. Was? Ich habe irgendwas gehört. Depression, Acceptance, Denial, Anger. Oh. Okay, ich glaube, wir haben keinen... Oh, hier ist diese komische... Pachugo... Komische Katze, die sie im Arm hat. Ich habe die Katze beleidigt. Es tut mir leid. Grace? Don't worry, Anne. You will always be a good friend to me.
Sorry, das ist jetzt so lange gedauert. We had this conversation years ago. I miss her. I feel like I haven't seen her in forever. Immer die besten Intentionen, aber die Umsetzung ist kacke. Oh. Ich löse mich auf, Leute. Guck mal, hier steht auch Demoniality and Incubi and Succubi. Oh, Incubi and Succubi. Book of Demonology. Super, wir haben hier eine Haardinger. Für die Haare. Wir haben hier alles. So, toll. Was versuchen wir hier? Hier ist ja noch Blut. Hier ist das Dings. Hier ist. Toll. Sag mal, ist unsere Freundin irgendwie gestorben? Und wir wollen sie wiederbeleben? Sind wir gestorben? Sind wir noch am Leben? Okay, jetzt könnte ich. Die könnte ich wenigstens ein bisschen zuhören. So, jetzt ist aber trotzdem die Frage. Okay. Ist trotzdem irgendwie die Frage, ob hier noch. Kann ich damit was machen? Wie sieht's aus? Also entweder ist was passiert oder es fehlt noch was, dass was passiert. Wir werden sehen. There are still no updates on the sudden disappearance of world-renowned online personality Akidira. The girl has gone missing from her Tokyo apartment last week. The investigation is still ongoing, but police have ruled out any foul play. Friends claim that the last time Aki was seen, she seemed normal and happy, though an anonymous insider claims she had been complaining about odd followers. Her boyfriend is yet to release an official statement. Aki's family flew to Japan and made a public statement. Alle, die reden nicht über mich, oder? We hope for the best, don't we, Bob? We will cover any major update. Hört sich so an, aber Enki, Aki. Ich habe Aki verstanden, aber wie soll ich denken? Okay. Super Sach. Sieht aus, als würde da was leuchten. So, was machen wir jetzt? Och, das Bild hat mich jetzt aufgeregt. Sieht doch alles normal aus. Das geht immer noch nicht. Ich würde eigentlich gerne versuchen, das oben aufzumachen, aber irgendwie. Schade. Irgendwann klopft es zurück. Irgendwann klopft es zurück. Und hier kann ich nicht Rechtsklick machen. Jetzt bin ich penetrant. Okay. Kann ich sicher nicht aufheben? Okay, ich wollte nur einmal gucken. Okay, wohin jetzt? Müssen wir wieder in den Gruselkeller? Ich habe das Gefühl, dass dieses Rätsel hier ist trotzdem noch nicht gelöst. Etwas? Nope. Oh. Ich hatte irgendwie gedacht, dass da. Oder vielleicht geht's jetzt ja. Wartet mal. Da ist ein Schalter, der ist auf off. Ich möchte ihn gerne anschalten. Das Ding ist, ich habe es mit links und mit rechts hier probiert. Wenn es jetzt funktioniert, bin ich sauer. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Demo. Trotzdem. Moment, wo war es? Hier? Dann nach da. Warte mal, waren die Bücher. Also, ich meine, ich habe es aufgemacht, aber waren die Bücher schon unten? Okay, ich probiere links, ich probiere rechts, ich probiere aufs Knöpfchen. Funktioniert nicht. Alles klar. Ist jetzt irgendwas Wichtiges rausgefallen? Nö. Waren die schon? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr zu 100% sicher. So, ich frage mich jetzt trotzdem, habe ich eigentlich irgendwelche Tasten, die ich noch nehme? Nee.
Ich glaube, hier ist irgendwie noch was, was wir machen müssen. Aber ich kann hier nichts tun. Das kann ich nur... Oh. Das kann ich nur angucken. Da passiert aber nichts. Hier war das. Sugar. Warum auch immer da jetzt Sugar steht. Und hier kann ich auch nichts tun. Die sind, gehen auch alle nicht auf. Kann ich das hier nehmen? Nee. Da ist ein Tablett auf jeden Fall. Hier kommt komische Musik her. Das kann ich auch nicht nehmen. Hä? Was muss ich denn tun, Spiel? Was möchtest du von mir? Kann ich irgendwas anderes drücken? Irgendwie hier so entlang. Taschenlampe aus. Ich löse mich wieder auf. Okay. Ja, ne? Super. Hä? Ich meine, wir sind ja runter. Es hat ja was getriggert. Das ist auch schon richtig. Diese könnte Grace sein. Ist irgendwas Wichtiges? Hm. Grace ist auf jeden Fall unsere Freundin. Oder war unsere Freundin. Was ist das Schiff? Jetzt geht's auch nicht mehr an. Das ist toll. Das hat bestimmt ich gezeichnet. Ja, ne? Also, ich kann halt auch nichts erwischen. Ich kann nicht raus. Hier ist auch nichts. Wollen wir mal gucken. Ich kann auch mal in den Keller gehen. Hier leuchtet ständig was, aber ich glaube, das ist falsch. Das ist, glaube ich, das soll nicht so sein. Hier ist einfach Matrix. Das ist bestimmt irgendwo so ein kleines Rätsel, das ich einfach noch nicht gesehen habe oder nicht checke. Oh. Jetzt was jetzt? Jetzt ist was. Kann ich auf Play drücken? Nee, aber es ist auf jeden Fall das Video ist weg. Okay, Video ist weg. Die Uhr tickt. Oh! Die Tür ist aufgegangen. Also sie war vorhin schon offen, aber jetzt ist was anderes drin. Okay, das erklärt so einiges. Ja. Hier ist Strom. Hier sind Kabel. Hier sind noch mehr Kabel. Oh, ich bin dumm, Leute, manchmal. Hier ist schon wieder ein Comic. Comic of N1. The whale has arrived, hide the chips. Oh nein, if you cannonball, you empty the pool. But aren't you afraid of sinking with all that blubber? Oh nein, sie haben sie reingeworfen. Okay, jetzt geht das nächste los. Hier ist Essen. Oh, June's Cookbook. Mit Katzen? Food for a happy and healthy lifestyle. Okay. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Gehört. Das kann ich auf jeden Fall nicht aufmachen. Es steht auch einfach mitten im Gang. Ist okay. Kann ich was gucken? Gucken. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gekocht. Das kann ich nicht nehmen. Schade, das sieht nämlich echt lecker aus. Vielleicht wieder zurückgehen? Triggert das was? Nö. Hey! Huh? Hey! You're Aki Dearest. Hi. I need your help to get out of here. What are you doing in there? I don't know. I can't remember anything. And I don't know what's going on. All I know is that I need your help to get out of here. Es ist Poltergeist. I don't know what to do. Break the TV or something! How? I don't care! Hurry up and do it! Was ist gerade Oh! Das Ding ist nach hinten gefahren! Oh mein Gott.
Oh, hi. Da ist ein Tape. Hallo Tür. Bist du mit Absicht aufgegangen? Was möchtest du mir sagen? Was ist hier drin? Hä? Was ist hier? Bier. Geil, finde ich gut. Ich glaube, die... Hä? Ist hier irgendwas Wichtiges? Außer die Kabel vielleicht? Die ins Nichts gehen? Ist ja echt nur... Und dann auch noch Radler! Pfui. Okay, ich gehe mal das Tape angucken. Wenn es geht. Yes. Wait, wait. Oh. Das finde ich halt voll verstörend. Wenn... Was steht da? The animal in you. Wenn du das Spiel dir nicht genau sagt, also ich finde es manchmal schwierig, wenn ich das so ohne geh dahin, suche ein Ding, finde einen Weg. What the fuck? Welcome to the Animal in You, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Today's question is, are you in self-denial? Are you hiding your head in the sand? Are you acting like an earthworm? Well, there's no doubt about it. Yes, you are an earthworm. Something in your life is wrong, but you pretend that everything's all right. You deny it. You shy away from the light. But let me tell you something. As you're crawling and cowering in the dark somewhere underground, you're missing out on what's above. All the flowers and the plants out in the sun. You can't see them thrive. Or maybe you don't care. Actually, you're neglecting them. But if you don't take care of plants, do you know what happens? They die. And ignoring them will only make them die sooner. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface? Why don't you start to love yourself and take good care? Don't you want to share the sun with the flowers? Was habe ich mir gerade... Boah, ich dachte gerade... Was habe ich mir gerade da angeschaut? Ich bin ein Erdwurm. Geil. Kann ich es auch mal sehen? Nee, 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 das war eigentlich eher ein Witz, aber... Huh? Wie? Okay, 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 ich habe verstanden. Ja. Alles klar, würde ich sagen. Wir sind ein Erdwurm. Also es hat glaube ich... What? Achso, ich dachte schon. So, hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Ah! 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 Geben. Hot Spaghetti Receive Rezept. Be sure to watch your splashes. The milk can be deadly when hot. Was? Ich soll für dich kochen? One heart, ein Herz, halber Liter, 0,5 Liter Milch, Spaghetti with leftovers, meatballs. Cut the heart into stripes. Set halves. War. Okay. Ja. Alles klar. Wo krieg ich jetzt ein Herz her? Und wie koche ich? Geht das jetzt irgendwie? Kann ich da irgendwie was machen? Oh. Ich hab's auf jeden Fall eingesammelt. Also Milch, Spaghetti with Leftovers habe ich, Meatballs, ja, Herz und Milch, vielleicht, okay, wo,
I. Also, das ist ein Loch da, Rudi. Ich glaub, das ist nicht gesund. Okay, Okay. Geht der Kühlschrank auf? Nein. Vorhin habe ich doch irgendwie. Ich bin doch vorhin in diese Seitenkammer da rein. Vielleicht war da Milch. War da Milch? Ich hab nur Bier gesehen. Ha, das ist Milch! Ich hab natürlich nur das Bier gesehen. Okay, ich hab Milch. Ich habe Dings. Ich habe kein Herz. Kann ich das Herz irgendwie davon nehmen? Guck mal, da ist nämlich was. Ich kann da irgendwie. Das ist ein Loch. Gib mir jetzt dein Herz. Gib. Oh Gott, es wackelt. Wo kriege ich jetzt ein Herz her? Ich will nicht mein Herz geben. Vor allem, wie koche ich dann? Oh. Okay. Ja. Ich habe alles drin. Alles klar. Naja, nicht ganz. Ein Herz fehlt noch. Herz. Krieg ich jetzt ein Herz her? Herz. Ist auch nochmal, wenn man hier lang geht. Irgendwie Orientierung verloren. Ach, da war noch das Tape. Okay, Milch ist drin. Spaghetti with Leftovers bzw. Meatballs sind drin. Oh! Kann ich das hier wegschieben? Nee, schade. Ich sehe gerade nämlich, das ist ja der Gang hier. Okay, funktioniert nicht. Alles klar. Warum habe ich gerade irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Herz vielleicht oben in diesem Dämonologist-Gedöns ist? Weiß ich nicht, aber... Herz. Kriege ich jetzt ein Herz her? Streng dich an, Nathalie. Weiß es nicht. Kann ich trotzdem mal gucken gehen? Es geht immer noch nicht hier. Ich wollte das irgendwie... nur einen Blick drauf werfen, weil ich glaube aber trotzdem nicht, dass das irgendwie gedingselt hier. Ich hatte irgendwie... Dich brauche ich nicht, gell? Herz? Hier hätte eins sein können. Aber es ist nicht mehr da. Sondern... Jetzt geht das Gesuche schon wieder los! Solche Spiele machen mich aggressiv, weil ich dann nicht weiß, wo ich hinirren soll. Im Keller? Vielleicht muss man wieder irgendwas triggern. Ein Herz. Hä? Okay. Das Herz auf dem Bett. Ja, klar. Wir waren aber nicht weit weg. Okay. Ich habe viele Fragen. Okay, ich mach's mal gleich rein. Ich hab sogar Blümchen draufgelegt. Hier, bitteschön. Guck mal, wie das aussieht. Okay, es löst sich auf, aber... Was spielen wir hier wieder? Oh, es ist weg. Ich wollte... Achso, ich höre das Klo. Oh! Was zur Hölle? Klassenraum. The whale has arrived. Hide the dirty cannon ball. You're entering the pool. You have taken that cake. Aren't you really screaming with all that blubber? You have taken that cake. Oh, das ist traurig. I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look. They'd been making fun of me for years. They'd make me feel like a freak. And after I starved myself for an entire summer, nobody even came to me to apologize or say something nice. Nothing. I'm not their freak show anymore. And now they don't see me. But they won't ignore me forever. I'm better than them. I'm special. They'll be forced to look at me. Warum kommt jetzt so richtig emotionale, traurige Musik? Wir haben gerade einen fucking Riesenwurm gefüttert. Es kommt... Oh, Entschuldigung.
Ich habe so viele Fragen. Ich kann's nicht skippen. Ich möchte alles wissen. Danke. Okay, ich habe... Kriege ich es hin, das an einer Hand abzuzählen? Ich habe Fragen. Wir sind wieder im Menü. Erstens... Ja, das habe ich schon gesehen. Warum kam gerade diese verstörende Happy-Musik am Ende? Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wer war der komische Typ im Keller? Warum war ein riesiger Mehlwurm bei uns in der Küche? Warum müssen wir für ihn kochen? Warum habe ich ein Herz auf dem Bett gehabt? Wieso zum Teufel habe ich eigentlich so lange gebraucht? Für ein Spiel, was vielleicht eine halbe Stunde gehen sollte. Was ist dieses Spiel? Ich habe bestimmt noch mehr Fragen. Okay, Leute, das war Unfollow. Abgesehen davon, dass wir 10 Minuten beim Rumsuchen für... Also... Wir fassen zusammen. Anne hat ein sehr schwieriges Leben. Sie war ein bisschen korpulenter, wurde gemobbt, hat jetzt sich fast runtergehungert und niemand hat es gesehen. Aber sie wird wieder zurück sein. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Ja, also ich fand es teilweise gruselig, die Musik am Ende. Ja, war gut. War gut. War gut. Ja. Nee. Also, hat bestimmt Potenzial, aber ich fühl's noch nicht so. Fühlt ihr's? Habt ihr's Gefühl? Schreibt's mir in die Kommentare. Was sagt ihr zu Unfollow? Es ist so ein verstörendes Spiel irgendwie so ein bisschen. Aber ich find's ein bisschen schwer, weil es gar kein... Es sagt dir wirklich nicht, außer dass mal eine Tür aufgeht, was du eigentlich machen sollst. Sowas finde ich persönlich, für mich, also ich spreche für mich, finde ich persönlich schwer, weil es dann entweder zieht das Spiel so richtig arg in die Länge oder es stockt halt, weil du halt denkst, okay, es war gerade richtig gruselig, aber fuck, nerv mich jetzt nicht, wo muss ich eigentlich jetzt hin? So ging es mir zumindest für Zwischenzeit. Ich hoffe, das hat euch nicht so abgefuckt. Mich hat es auf jeden Fall sehr abgefuckt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber es ist so komisch, dass es doch irgendwie interessant ist. Aber ich habe so viele Fragen offen. Vielleicht könnt ihr sie mehr beantworten. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst einen Daumen nach oben da. Es würde mich trotz allem sehr freuen. Dieses Spiel hat mich einfach nur verwirrt. Das war von Anfang bis Ende irgendwie eine ganz komische Erfahrung. Und das Ende mit dem Abspann war es nochmal... Aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ich bin gespannt, es gibt kein genaues Release-Datum. Es kommt irgendwann dieses Jahr noch raus. Wir überlegen es uns mal, ob wir es spielen. Ich wollte mir trotzdem die Demo mal angucken, weil die Videos und die Bilder so strange aussahen und ich einfach wissen wollte, was mit diesem Spiel auf sich hat. Ich bin noch verwirrt als vorher. Ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, es hat dennoch gefallen. Dankeschön fürs Zugucken, Leute. Und bis zum nächsten, hoffentlich nicht so arg verstörenden Video. Ciao.